Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute habe ich eine Übung vorbereitet, um eigentlich in einer Zeit, wo nichts mehr sicher ist, Sicherheit zu erlangen. Das heißt, ich sehe es ganz stark bei vielen Klienten und in Sitzungen. Jeder, der momentan nach etwas greift, wie einem Ablauf, einer Ordnung, etwas, wo ich sage, das führt mich jetzt fix in die Zukunft, nämlich das, was ich dann im Außen suche, der wird gerade ein Problem kriegen. Durch das, dass wir jetzt eben in dieser Zeit sind, wo alles sich wandelt und wo man nicht richtig vorhersagen kann, was passiert denn da jetzt? Also im Außen ist extrem viel im Umbruch, ist extrem viel in der Transformation, ist es auch natürlich unmöglich, da Sicherheiten im Außen zu definieren. Und ich erlebe es halt wirklich tagtäglich in Sitzungen, wo Klienten ganz stark an dem verzweifeln, an dem Moment, auf was kann ich mich denn im Außen jetzt verlassen. Und wenn ich da versuche, etwas aufzubauen im Äußeren, kann das sein, dass sich das ganz schnell wieder wandelt und dass man dann ganz schnell das Gefühl kriegt, irgendwie wie eine Sisyphus-Arbeit zu machen. Das heißt, ich versuche was aufzubauen und dann ist es wieder umsonst oder ich scheitere wieder. Und das erlebe ich, wie gesagt, sehr häufig jetzt in Sitzungen. Und heute geht es darum, dass du dir selber mal ein bisschen Klarheit, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen mehr Zufriedenheit in diesen Krisenzeiten herholen kannst. Und naja, wer schon öfter mal hier gewesen ist, beziehungsweise diesem Kanal folgt, der weiß es ja, ich bin ja ein irrsinniger Fan von allem, vom Do-it-yourself, beziehungsweise erkenne, dass du es schon selber hast. Und auch diese Übung heute wird wieder in diese Richtung reingehen. Wo finde ich eine Sicherheit? Wo finde ich eine Klarheit? Wo finde ich auch vielleicht weiter weisende Perspektiven? Das heißt, was bringt mich ans Ziel? Und was entspricht meinem Wesen? Denn wie gesagt, im Außen wird es jetzt ganz schwierig sein, dass wir uns weiter Orientierungspunkte, Fixpunkte suchen. Es bricht da ganz viel weg, es verändert sich ganz viel. Und es ist auch alles im Umschwung und das wird jetzt auch noch eine Zeit so bleiben. Und darum werden wir uns das heute mal während dieser Übung anschauen. Ja, Wandel, Verwandlung, manche Leute tun sich ja da ganz schwer damit. Also eben Altes loslassen oder generell sich zu verändern. Weil wir uns halt einfach sehr schnell gewöhnen und alles Neue bedeutet eigentlich wieder Stress. Und diesem Stress wollen wir uns gar nicht so aussetzen. Und da habe ich auch ganz viele Leute, die, wenn sie vor Veränderungen gestellt werden, eben wirklich so nur diesen Stress spüren, diese Angst spüren und sagen, das will ich eigentlich gar nicht. Weil eigentlich merkt man unbewusst, okay, das ist jetzt einfach ein Aufwand, das ist ein Mehraufwand, das ist etwas Neues und da will ich mich oft dann nicht so drauf einstellen, da will ich diese Kräfte eigentlich nicht haben. Aber an sich haben wir ja so ein Potenzial in uns, das immer wieder für Wandel offen ist und das auch immer wieder diesem Neubeginn entspricht. Im Astrologischen ist das natürlich der Ewige, gibt es ein paar für Wandeln, aber es ist der Uranus, wäre einer dieser Prinzipien, ja, das Wassermann-Prinzip. Und ein anderes wäre dann natürlich auch das Pluto-Prinzip, das hat dann ein bisschen mehr ans Eingemachte. Da geht aber der Wandel an sich, diese Beweglichkeit und dieses ständige Neue auch, ist ein bisschen so das wassermännische Prinzip, also mit dem Uranus zusammen. Und da geht es jetzt einfach darum, in solchen Zeiten, wo im Außen eh schon alles in Bewegung ist, gerade auch im Inneren sich auf diese Kräfte mit zu verlassen. Das wollen wir heute machen. Wie gesagt, das eine ist natürlich, Wandel kostet Energie, also Neues kostet immer Energie, die wir oft nicht aufwenden wollen oder das Gefühl haben, es nicht aufwenden zu können. Das ist eben ein Grund. Und das andere ist natürlich, dass wir ganz oft mit dem Traditionellen eine Sicherheit verbinden. Das heißt, das, was wir kennen, die Regeln, die Strukturen, das definieren wir eben mit dieser Sicherheit. Und das ist eben auch etwas, das jetzt permanent unter Prüfstand kommt. Und da geht es eben auch darum, diese Sicherheit natürlich
im Inneren zu finden, sich selbst auch diese Bestätigungen immer wieder zu holen und zu schauen, was passt für dich eigentlich. Gut, also dann wollen wir mal mit dieser Übung heute beginnen. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, du erschöpfst dich, ob das eine körperliche Erschöpfung ist, ob das eine psychische Erschöpfung ist, ob das eine gewisse Unsicherheit ist, der du begegnest, dann ist es immer so, normalerweise, wenn Leute zu mir kommen, dass die zu viel im Außen sind, dass die zu viel sich mit dem Äußeren beschäftigen, mit dem, was in den Medien läuft, mit dem, was im Umfeld läuft. Also die sind nicht so sehr bei sich. Und darum ist es immer gut zu starten, zuerst einmal ganz klar zu sich zu kommen. Und das zu sich kommen ist wichtig, dass ich nicht zu diskutieren anfange, ja, aber mir kann es nicht gut gehen, weil so und so ist es halt. Also wenn du jetzt auf der Ebene bist, dass du sagst, naja, es ist nun mal so, dass es heute regnet und darum geht es mir schlecht, dann wirst du da nichts verändern können, weil dann hast du im Prinzip schon unter Anführungszeichen recht, ne? Und wenn du recht hast, dann passt es ja auch. Das heißt, wir müssen aus dieser Fixierung einmal rauskommen. Wir werden da also auch aufgerufen, dazu unsere ganz strikten Normen, strikten Strukturen, Gedankenstrukturen auch zu öffnen. Also der Schluss erst einmal, man kann das sagen, so dieser Glaubenssatz, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel Regen, immer wenn es regnet, geht es mir schlecht, heute regnet es, also muss es mir schlecht gehen. Das geben wir jetzt einfach mal raus. Und das können wir auf jede Ebene setzen. Ich bewege mich zu wenig, also bin ich nicht gesund. Punkt. Ja? Das sind dann so Glaubenssätze. Ja? Ich rauche zu viel, also muss ich krank sein und so weiter. Und diese Sätze können wir jetzt erst einmal aufspüren. Das heißt, wir machen da jetzt mal innerlich auf sämtliche Glaubensmuster und Programme, die mich im Alten festhalten, die mich fixieren, erlaube ich jetzt, dass sie sich lösen. Das können auch Sätze sein wie, immer wenn ich mich mit meiner Familie abgebe, muss ich mich ärgern, zum Beispiel. Immer wenn ich mit diesem Arbeitskollegen zusammenkomme, gibt es Krach. Also das kann auch im Sozialen natürlich gelten. Wenn ich keinen Job habe, habe ich Angst, zum Beispiel. Und diese Fixierungen, diese Sätze erlauben wir jetzt mal, dass sie sich lösen. Und das Schöne ist, das musst du nicht lösen, sondern es gehört nur losgelassen. Ja, und wie lässt man los? Das ist im Prinzip so einfach wie Staub wischen. Deine Wohnung hält den Staub jetzt auch nicht fest, wenn man da mal mit einem feuchten Tuch drüber geht. Und genau so ist es jetzt im Energetischen. Diese Glaubenssätze sind einfach nur Staub auf der Linse deines ewigen Lichts. Sind nur Staub im Verhältnis zu deiner Unendlichkeit. Und diese Sätze waren vor 100 Jahren noch nicht da und werden auch in 100 Jahren nicht mehr da sein. Denn alles darf sich jetzt einfach lösen. Und von dir abfallen. Du atmest mal tief ein und wieder aus
Und wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du jetzt natürlich gern die Augen schließen. Und du kannst wahrnehmen, wie dein unendliches Licht zuerst mal deinen Staub in Relation setzt, deine Programme, deine Programmierungen und dann, wie diese ganz einfach gelöst werden. Und diese Einschränkungen und Programmierungen geben wir jetzt einfach mal an drei Punkte deines Körpers weiter, an deinen Kopf, an deinen Herz-Brustbereich und an dein Becken, deine Hüfte. Und dort lösen sich jetzt mal die wesentlichen Programmierungen. Ich werde immer, ich werde nie, ich kann nicht mehr. Erschöpfung, Einschränkung. All das löst sich jetzt raus. Denn das ist eigentlich deine innere Fixierung. Deine innere Starre. Sehr gut. Und nach dieser Lösung der Fixierungen erlaube dir jetzt mal in dein unendliches Licht zu schauen, in deine Unendlichkeit zu schauen und gib dieser Unendlichkeit mal eine Farbe. Du schaust in dich, in deine Unendlichkeit und die erste Farbe, die dir jetzt einfällt, die lass mal auf dich wirken. Und da gibt es keine richtige oder falsche Farbe. Das kann vom weißen Licht über rotes Licht, violettes Licht, orange, das kann alle Farben beinhalten. Es können auch mehrere Farben sein. Wenn du das Gefühl hast, es sind mehr, dann ist das auch okay. Aber schwing dich einfach jetzt auf diese Farbe ein, die du wahrnimmst in deiner Unendlichkeit. Und das ist die Farbe, die dir jetzt entspricht. Und anhand dieser Farbe, anhand dieses Lichts, kannst du nun weitere Schritte setzen. Also wenn du jetzt dieses Licht spürst, dann erlaube dir, dass jeder weitere Schritt dich mehr und näher an diese Farbe bringt oder dass jeder weitere Schritt, den du tust, immer mehr dieser inneren Farbe entspricht. Jeder Schritt entspricht jetzt dieser inneren Farbe. Jeder Schritt, den ich mache, entspricht dieser inneren Farbe. Mach dir das mal bewusst. Jeder Schritt.
den du jetzt machst, entspricht dieser inneren Farbe. Du spürst also, dass deine Aktionen, dein Tun von deinem Innersten bestimmt werden. Deine Aktionen, dein Tun werden von deinem Innersten bestimmt. Dein Zentrum ist der Impulsgeber. Spür da mal rein, dein Zentrum ist dein Impulsgeber. Also handelst du nicht mehr durch irgendwelche Programmierungen oder Beeindruckungen, gesellschaftliche Normen, sondern rein aus deinem Innersten. Und dieses Innerste ist Heilung, dieses Innerste ist Heilsein. Und erlaube dir nun diese Weisheit deines Innersten, in alle Bereiche deines Lebens zu senden, wo du das Gefühl hast, gereizt zu sein, festzustecken. Und überall dort fließt jetzt diese Farbe, die dein Innerstes ist. Dort fließt diese Farbe hin in alle Bereiche in deinem Inneren. Und du kannst dir dein Inneres ruhig vorstellen, dass du es in Sektoren teilst. Da gibt es dein Inneres für Wohnen, dein Inneres für Wohlstand, dein Inneres für Partnerschaft, dein Inneres für Gesundheit. Da gibt es überall Bereiche. Und diese ganzen Bereiche kannst du jetzt Schritt für Schritt aus der äußeren Manipulation herausholen, rausziehen. Also weg von Werbebotschaften, von Wünschen, von Träumen, von allen Manipulationen, hin in deine Wahrheit und dein Licht. Atme tief ein
Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt dieses Bewusstsein absolut zu eigen zu machen. Dein Innerstes hat eine Farbe und diese Farbe ist verborgen vor den Augen der äußeren Welt. Und das ist auch völlig okay so. Wann immer du dich nach Anerkennung sehnst, danach sehnst, in deinem Wesen verstanden zu werden, dann ist es eigentlich eine Erinnerung daran, dass du selbst zu wenig in dein innerstes Wesen geblickt hast. Und du atmest jetzt noch mal tief ein. Und wieder aus. Und noch mal tief ein. Und wieder aus. Und du erlaubst dir, dein Innerstes zu erkennen und nach deinem Innersten zu handeln. Atme nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt nochmal so diese Klarheit, dieses Licht, dein Innerstes in alle Bereiche deines Lebens fließen zu lassen oder in den Bereich, wo du das Gefühl hast, dass du es jetzt am meisten benötigst, diese innere Führung. Und in diesem Augenblick berührt dich die geistige Welt, das höchste Licht. Und du spürst einen tiefen Schutz, eine tiefe Heilung, die durch dich hindurchfließt. Und du spürst die Gnade des höchsten Lichts, die Gnade der Lebensenergie, des Lebens, wenn du so möchtest. Und du spürst, dass du reich beschenkt bist. Atme tief ein. Und wieder aus. Und halt jetzt nochmal diese innere Spannung, diese innere Konzentration, diesen Fokus auf deine Farbe
Und in diesem Licht ist kein Platz für Manipulationsenergien von außen. In diesem Licht ist kein Platz für Ängste oder Gruppenelementale, die von außen kommen. In diesem Licht bist du in deinem Fokus und in deiner Handlungsfähigkeit. In diesem Licht bist du frei und fühlst dich absolut wohl und geborgen. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Spürst nun diesen tiefen Frieden, diese tiefe Liebe. Und du spürst, dass jeder Schritt in deinem Licht geführt wird. Und dass alle Ziele jetzt an dein Licht angeglichen werden, Schritt für Schritt. Sodass die Summe von allem, was du hier auf Erden erlebst und alles, was du tust, die Summe letzten Endes dein innerstes Licht ist. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Und bedankst dich jetzt mal bei deinem innersten Licht. Bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und bewegst mal deine Arme, streckst dich durch. Bewegst deine Beine. Und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du gestattest dir, dich nochmal an deine innere Farbe zu erinnern. Bedankst dich nochmal. Und versprichst dir jetzt auch, während du wieder ins Hier und Jetzt kommst, dass du diese Farbe nicht zu einer Fixierung machst, aber dass diese Farbe dich heute und in diesem Augenblick wunderbar getragen hat. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht eine andere Farbe. Also versteif dich nicht auf diese Farbe. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit, diesen Raum zurück. Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen und das soll so ein bisschen so eine innere so ein innerer Leitfaden auch sein, dass man eben auch durch diese sehr bewegten Zeiten sich immer aus sich raus orientieren kann, immer da klar den Weg halten kann und sich auch selber wieder schnell in die Mitte bringen kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da oder abonniere den Kanal. Das würde mich natürlich sehr freuen. Oder teile das Video, wenn du wen kennst, der gerade den Kopf irgendwo anders hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker aus dem schönen Linz mit Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.